Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Passwortschutz für eure Website erstellen könnt und das Ganze ohne Programmierkenntnisse. Das braucht natürlich eine Webseite, wie ich hier. Wenn ihr hier drauf geht, dann passiert jetzt erstmal nichts, keine Passwortabfrage. Ich habe dazu eine Seite gefunden, diese hier erleichtert euch die Einrichtung dieses Passwortschutzes. Wir brauchen als erstes mal eine htaccess-Datei, wir kopieren uns einfach den Namen, dass wir den nicht falsch schreiben. Geht dann natürlich in den Webserver. In meinem Fall ist es war www.html, also ich habe einen V-Server. Das ist das Root-Verzeichnis vom Webserver. Jetzt gehe ich auf Neu-Datei und mache die htaccess-Datei. Und hier können wir jetzt einfach kopieren, was hier steht. Kopieren wir hier rein. In der ersten Zeile müssen wir den Pfad dazu eingeben, zu dieser Datei, die speichert, welche Benutzer und mit welchen Passwörtern registriert sind. In meinem Fall ist es jetzt mal hier war www.html, das steht hier oben auch bei WinSCP. Also schreiben wir es hier rein. Den Pfad war www und dann noch HTML und dann nochmal ein Slash. Und dann nach diesem HTML hier einfach noch, nur noch den Dateinamen. Das heißt, die liegt dann hier mit der index.html und mit der htaccess-Datei. Wenn wir es jetzt in einem Unterordner hätten, dann müssten wir hier jetzt noch schreiben Unterordner und nochmal ein Slash, wenn sie hier in dem Ordner unterliegen würde. Aber es ist Quatsch, das wollen wir jetzt ja nicht. Das können wir jetzt wegmachen. Wir können dem Ganzen noch den Passwortschutz noch einen Namen geben und dann können wir das Ganze speichern. So, das Ganze wurde übertragen. Und jetzt können wir hier oben noch einen Benutzer erstellen, der auf die gewisse Website kann. Natürlich geben wir hier einen Namen ein und hier ein Passwort oder wir lassen uns hier eins erstellen und dann klicken wir hier auf Generate und jetzt erstellt sich hier der Eintrag, der an diese andere Datei muss. Diese Datei hier, die hier können wir den Namen hier kopieren, das nicht falsch schreiben, machen wir eine neue Datei und diese Datei speichert eben, welche Benutzer mit welchem Passwort auf diese Website zugreifen können. Wir kopieren uns einfach den Inhalt bei Output und kopieren das hier rein, speichern das Ganze. So, jetzt haben wir eine .htaccess und hier diese Datei, wo die ganzen Benutzernamen und Passwörter speichert. Und jetzt, wenn wir hier mal reloaden, dann sehen wir hier, dass hier ein Fenster kommt, wo wir uns anmelden müssen. Kommt nicht mehr so rein. Wenn ich auf Abbrechen drücke, kommen wir halt nicht rein. Und wenn ich reload, dann wird die Passwortabfrage wieder gemacht, also wir kommen so nicht mehr rein. Wenn ich das falsch eingebe, funktioniert das logischerweise auch nicht. Das Fenster kommt einfach immer wieder. So, jetzt probieren wir unser Zugang to Tollwerk. Wir müssen auf die Groß- und Kleinschreibung da auch achten. Und das Passwort hier, das geben wir ein, anmelden. Und wir kommen auch auf unsere geheime Webseite. Das war es jetzt eigentlich von diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo. Und ich würde sagen, ciao Leute, haut rein.